Schönen guten Abend. Ich beschäftige mich im Programm mit Jugendlichen und die Jugendlichen sind ja eigentlich immer so, dass sie sich von der Erwachsenenwelt abgrenzen wollen. Ich habe mal so überlegt, ob das noch so ist. Und ich glaube, in manchen Bereichen schon, zum Beispiel in Bezug auf Sprache. Sie haben so ihre eigene Jugendsprache und ich verstehe die gar nicht. Letztens kamen zwei Jugendliche auf mich zu und die hatten so einen Mittelalter-Slang drauf, weil einer sagte zu mir, ey du Knecht. Und da habe ich schon meine alte Mittelaltermarkterfahrung ausgepackt und habe gesagt, halte dein Fremder. Nur frisch heraus, damit mich deucht, euch gelüstet es etwas nach Geselligkeit. Da sagt der eine zum anderen, Alter, komm, wir gehen, der Holländer verarscht uns. Oder bei uns im Dorf war ich im Kindergarten, Kindergartenfest am Eisstand, kam auch so ein Teenie zu mir und sagte, ja, ich hätte gerne Kugeln, laktosefrei, low carb und low fat. Habe ich gesagt, kein Problem und habe ihm einen Eiswürfel gegeben. Also in Bezug auf Sprache muss ich sagen, ist es glaube ich schon so, dass Jugendliche ihre eigene Sprache haben, aber in Bezug auf Klamotte habe ich überlegt. Da ist doch gar nichts verschieden. Ne? Da wird sich doch gar nicht so abgegrenzt, was wir früher für Jugendkulturen hatten. Ne? So Raver, Hip-Hopper, Mettler. Aber heute, ich habe im Fernsehen gesehen, da kam so ein Jugendlicher zu so zwei Punks. Die saßen am Bahnhof und die haben sich total gefreut. Die sagten, und willst du mehr bei uns wissen? Willst du bei uns mitmachen? Und er sagte, nee, ich dachte, die werden Pokémon. Dass die eher angepasst sind, Jugendliche. Dass sie sich eher anpassen in unseren Zeiten. Geht mal auf Nummer sicher und geht in den Schoß der Familie. Dann passt man sich der Familie an und das sieht oft scheiße aus. Ich war jetzt auf der AIDA, hab da auch auf der Bühne gestanden, da habe ich eine Familie gesehen, zwei Eltern, vier Kids und die hatten alle an die gleiche knallrote Jack Wolfskin Outdoorjacke. Das sah schlimm aus. Ich bin auch zu ihnen hin und habe gesagt, gibt es irgendeinen Grund, warum man eure Familie vom Weltraum aus sehen muss? Wenn hier der Stierkampfarena steht, denkt der Stier, cool, heute gibt's Buffet. Das muss doch nicht sein. Aber sie passen sich schon an. Bei meinem Bruder ist das so. Kann ich direkt unterschreiben. Der ist zwar in Anführungszeichen schon 25, aber der ist so gediegen, so angepasst. Ich habe den letzten Sonntag gefragt, und Manu, was macht ihr so? Und er sagt so, ja gut, gleich kommen ein paar Kumpels, da backen wir Muffins. Und abends gucken wir vielleicht einen Tatort. Ich so, wow. Muffins ohne Hasch? Ja, ja, klar, ohne Hasch. Abends habe ich ihn dann wieder gesehen, so Blut und erlaubte Augen, total rot. Ich so, und habt ihr doch gekifft? Sagt er, nee, Rosamunde Pilcher, was so traurig. Natürlich, ob es gut tut, muss man schon sagen, aber das bezieht sich ja eher auf die älteren Jugendlichen, die Jüngeren, die Teenies, die Klargrenzen, die sich haben. Logisch, das ist der Klassiker, das Kinderzimmer, ne? Ach, was wird sich da abgegrenzt? Wie sah das bei dir aus immer? Ähnlich so. Nachbarsohn Benedikt, wenn ich kam da rein, da siehst du gar keinen Teppich, da liegt überall, da liegen Gläser rum, Cornflakes, Schälchen von Anno dazu. Wir haben bei Aldi leere Flaschen zurückgebracht, danach hatte ich ein iPad gekauft. Und die Eltern werden es wissen und mir zustimmen. Ich finde, in dem Zimmer finden auch chemische Versuche statt. Denn das Fenster wird niemals geöffnet. Ich war live dabei im Benediktzimmer, da gibt es Bettwanzen, die leiden unter Asthma. Unter seinem Bett lag so eine alte Einlegesohle. Er meinte, das wäre früher ein Wiener Schnitzel gewesen. Und da hört auch der Spaß auf. Daher bei Essensreste, die können sich gerne in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, sollte auch bei Essensreste hört für mich der Spaß auf. Bei der Pizza, vier Jahreszeiten geht es nicht darum, dass sie vier Jahreszeiten zuerlegen.
halt für mich nicht. Der Spaß regt mich auf. Ne? Aber komm, man kann es auch mit Spaß nehmen. Das ist natürlich wieder auf dem anderen Blatt Papier. Das ist Benning zwar der Großartige. Nimm es mit Humor. Ne? Bei uns war Karneval, also Fastnacht. Und Bennings Vater hat sich 3 Wochen lang nicht geduscht. Dann kam Benning an und sagte, Vater, als was gehst du an Fastnacht? Sagte der, als dein Zimmer. Hier gibt es nicht so Fastnacht in Stuttgart. Ich glaube, ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal hier war, war Karnevalsmontag, glaube ich. Karnevalssonntag, klar, war ja gleich. Und dann habe ich einen Taxifahrer gefragt, er hat gefragt, was sagt man bei euch, Hello oder Allah? Sagt er, bei uns sagt man, halt die Fresse. Nicht sehr pädagogisch, mit halt die Fresse aufzuhören, aber ich mache es noch und sage Dankeschön. Bis bald.